und kann vielleicht einen Unterschied machen in Halbzeit 2. Wir werden es gemeinsam hier erleben bei Magenta. Verteidiger, Legende hier. Meister geworden letzte Saison. Er stand schon in den Fokus gespielt. Und hier ist ein Aluminiumtreffer für die Amateure. Che gibt noch mal rein. Che. Saarbrücken, da hinten mit Zellner und Seitz, echt gut aufgestellt. Top Innenverteidigung. Che. Nochmal Che, Ball ist abgefälscht. Ja, Bayern Amateure gerne annimmt. Ja, Stremski. Che. Flanke ist wieder gut, aber Zellner ist besser. Rasim Busic. Die letzte Idee. Hier schon wieder am Ball. Che. Oberlin bringt sich gut vor den Gegenspieler. Zu wenig, um das Ticket für die nächste Drittligasaison zu ziehen. Eventuell Uerdingen, die Bayern Amateure oder Meppen eben das Nachsehen, weil sie mit diesem Tempo nicht mit der seinem Team hier wieder so ein bisschen Zeit von der Uhr nimmt. 70 Minuten veranstaltet, 5:0 gegen Mannheim, jetzt hier heute aktuell 3:0 gegen die Amateure. Perdedai gesperrt im nächsten Spiel, Golaya gesperrt im nächsten Spiel. Dann bringst du vielleicht auch nochmal den einen oder anderen, den du dann eben auch im nächsten Spiel sehen möchtest. Und sie haben das sicher auch mitbekommen bei uns. Steven Zellner, der hat schon mehrere Kreuzbandrisse weggesteckt und steht hier wie eine Eins in der Innenverteidigung. Sabre. Sie wollen hier bis zum Schluss ihr Tor verteidigen.